Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Gran Turismo Sport. Ich habe hier irgendwie eingeloggt und was angenommen und dann war ich Level 10, deshalb fängt das Video heute so an, dass wir Level 10 erreicht haben. Und damit gibt es einen neuen Helm, neuen Rennanzug, einen Aufkleber, dass ich Amethyst Fahrer bin, keine Ahnung, was das genau bedeutet, und den Suzuka Sorgetammer freigeschaltet. Und ich glaube, dann machen wir direkt weiter hier in der Fahrschule. Genau. Und zwar mit der Übung Nummer 17. Und das ist heute Teil 3. Ich habe versehentlich gestern den Part Teil 3 genannt. Dabei war das erst Teil 2, ja? Und das hier ist Teil 3. Und wir gucken uns mal schnell das Video an, von außen, innen, außen. Weil so fährt man eine Kurve, nämlich von außen an, innen auf den Apex und wieder raus auf den Curb. Wow. Das hätte ich auch cutten können. A car that is turning is affected by centrifugal force. A force that tries to push the car outwards towards the outside of the turn. When speed is constant, the strength of the centrifugal force is determined by the radius of the turn that the car is making. This also means that as the car's turning radius becomes bigger, there is less effect from centrifugal force on the car. Imagine going around a corner at the largest radius or arc possible. You would enter the corner on the outer side of the track, and you would be at the innermost side at the center of the corner. Then you would go through the outer side of the track again at its exit. This is the out-in-out maneuver. Now let's try actually driving out-in-out through a corner. Ja, und genau das wollen wir jetzt mal fahren. Ich wurde aufgefordert, mach doch mal deinen ersten Versuch und deinen besten Versuch rein ins Video. Und genau das machen wir. Das hier ist also der erste Versuch, wo ich das allererste Mal mit dem Auto auf der Strecke gefahren bin. Und ihr seht, das sieht nicht so wirklich flüssig aus. Und ja, war dann auch nicht so wirklich gut. Und dann habe ich ein paar Dinge umgestellt. Und bin nochmal gefahren. Damit es dann letzten Endes mit über die Wiese fahren irgendwie reicht, um die Challenge abzuschließen. Und da haben wir unseren Goldrekord. Gucken uns das Ganze nochmal von außen an und sehen, dass wir da, naja, außen noch ein bisschen Platz verschenken. Innen recht gut rüberkommen und dann aber viel zu weit rauskommen. Und das wurde trotzdem gewertet. Finde ich gut. Kann ich ja vielleicht bei anderen Sachen dann noch abkürzen. Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Also, ich dachte immer, man müsste auf der Straße fahren. Aber das hat doch funktioniert mit halb auf dem Gras fahren. Egal. Ja, Übertragung von irgendwelchen Highscores geht noch immer nicht. Ist mir auch wurscht. Wurscht. Ist mir eigentlich egal. So, da habe ich nämlich danach geguckt und habe festgestellt, oh, geht immer noch nicht. Ja, dann habe ich hier weitergemacht mit Übung 18. Video gucken wir uns an. Und das ist auch eine schöne Übung. Continuing from lesson 17, try driving through a corner in an out-in-out line. Drive on the outer side of the track at the corner exit. Going to the inner side of the track, then pass through the outer side of the track on the way out of the corner. The key to driving smoothly is to use the full width of the track. Ja, was der im Video nicht gemacht hat, die volle Weite des, der Straße nutzen, hat er nicht wirklich gemacht. Aber das hier ist jetzt praktisch die verschärfte Form hier in Suzuka. Die wirklich schnelle Kurve. Das ist wieder mein erster Versuch, der natürlich nicht so gut funktioniert hat. Weil immer wenn du etwas das erste Mal machst, es geht halt nicht so gut. Ja, auch wenn ich die Strecke kenne, ihr seht's. Ja, so bin ich das bisher gefahren und das ist halt etwas zu langsam. Das heißt, da hätte ich normalerweise jetzt ein Zehntel verloren gegenüber einem, der das richtig gut macht. Und jetzt kommen wir zu der Gold-Variante.
haben wir so ein bisschen geübt, bisschen trainiert, bisschen gemacht, bisschen getan und dann besser drumherum gekommen und pum, und da wäre ich sogar ein Zehntel schneller als der mit der Gold-Variante oder ein halbes Zehntel schneller. Und das macht den Unterschied, ja. Das heißt, wenn eine Strecke zum Beispiel jetzt 10 Kurven hat, dann bist du in jeder Kurve ein Zehntel langsamer als ein anderer, bist du am Ende der Runde eine Sekunde langsamer als die anderen. Und wenn ich mir mal angucke in iRacing, ja, da gibt es ein paar Aliens und dann gucke ich mir denen ihre Zeit an, dann gucke ich meine Zeit an und sage, wow, 2 Sekunden auf eine Runde ist der schneller, ja. Und das sind genau diese Dinge. Die machen dann halt in jeder Kurve 2 Zehntel. Gut, wir machen weiter mit Außen, Innen, Außen. Und zwar diesmal in der Übung 19. Come on. Video. Ja, Internet war scheinbar nicht das Beste. Try driving through consecutive corners in an out-in-out line. The basics are the same, where you drive on the outer side of the track at the corner entry, going towards the inside of the track as you turn in, then going wide to the outside as you make your exit. Try connecting 2 consecutive corners in a smooth out-in-out line. So, nicht lachen, gleich kommt mein erster Versuch. Und das war eine Übung, da habe ich viele Versuche gebraucht. Alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass das Fahren hier so schwer ist. Ich dachte, das haben wir bald. Fahre ich halt einmal um die Kurve und dann passt das schon. Weil ich habe hier gebremst und geschaltet. Und dann hier um die Kurve und dann raus beschleunigt und den Curb hart erwischt. Und dann fahre ich hier drüber und stelle fest, oh Mist. 7 Zehntel. Ja. Und dann natürlich noch hier die perfekte Variante, die ich nach ungefähr 20 Minuten trainieren dann endlich gefunden hatte. Da gehe ich nämlich im 5. um die Kurve, nicht im 4. Lass mich hier raustragen, bremst da drauf an, gehe im 2. hier drüber genau schön über den Curb, berühre den hier nur so, wie es sein muss, und dann komme ich hier über die Ziellinie und bin sogar fast ein Zehntel schneller. Und wenn man sich das mal überlegt, das sind 8 Zehntel, die ich nur in dieser Kurvenpassage schneller geworden bin, durchs Üben dieser Passage, wie ich am schnellsten durchkomme. Das muss man sich mal vorstellen. 8 Zehntel. Das sind Welten auf der Rennstrecke. So, wir arbeiten am Tagesziel. Und machen weiter mit der nächsten Übung, der Übung Nummer 20. Die heißt S-Kurven. Und ja, ich glaube, diese S-Kurven-Geschichte, die war gar nicht mal so schwer. Also die erste. Try driving an S-Curve, where you drive through consecutive left-hand and right-hand corners one after another. In a loose S-Curve with mild turns, it is effective to drive in a straight line that connects the peaks of the curves. Avoid turning the steering wheel as much as possible and connect the peaks of the curve so that you can drive through in a straight line. Ja, auch das ist natürlich ein guter Hinweis. So wenig wie möglich das Lenkrad bewegen, das hängt damit zusammen, dass jedes Mal, wenn ihr das Lenkrad bewegt, die Vorderräder bremsen. Je weiter ihr einlenkt, umso mehr bremsen die Vorderräder. Ja? Und das ist durchaus ein Problem. Das heißt, wer zu viel lenkt in einer Kurve, der wird langsamer. Und deshalb musst du eben die Möglichkeit finden, so wenig wie möglich zu lenken. Und ihr seht, ich bin hier instant, first try, schon ziemlich nah dran. Noch nicht ganz drin im Ziel, aber ziemlich nah dran. Und ich meine, das hier wäre mein zweiter oder dritter Versuch. Und der hat dann auch direkt funktioniert. Da ein Curb berührt. Hier ein Körper berührt, da ein Körper berührt, raustragen lassen, drüber fahren, fahre ich 1 Zehntel schneller, ja, und schon wieder 2 Zehntel gefunden. In so einer blöden Zickzack-Passage. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, durch die ganzen Übungen, wie viel Zeit ich da gefunden habe, da kommen wir auf 2-3 Sekunden über die Übung von dem, was ich als erstes gefahren bin und dem, was ich als letztes gefahren bin.
Und deshalb sage ich, ich kann hier noch unheimlich viel lernen. Und das, ich habe Bücher studiert. Ich habe mindestens 4 Bücher über Rennlinie und wie man Auto fährt gelesen. 2 Bücher über Setups. Bin unheimlich viele Rennrunden gefahren in iRacing und anderen Spielen und wusste nicht, wie ich schneller werden soll. Und jetzt komme ich hier in die Fahrschule und stelle fest, wow, so viel Zeit finde ich hier auf der Strecke. Das ist schon krass, wenn du das mal genau überlegst. Und jetzt kommen wir zu einer richtig ekligen Aufgabe. Für die habe ich wieder ewig gebraucht und ja, wir lassen es uns mal erklären. In an S-curve, you need to turn the steering the other direction at one point, and the timing of the steering operation is very important. Make sure you turn the steering in a timely manner so that you can smoothly connect the peaks of the corners. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Fährt er da unter 20 Sekunden? Ja. Und das sieht gar nicht mal so schnell aus. Das ist das Krasse. Und man sieht es jetzt gleich an meinem ersten Versuch, dass das bei mir ein bisschen anders war. Also ich kann euch gar nicht sagen, was ich hier alles probiert habe, um diese blöde Runde hinzukriegen. Und das war Bronze, ja, beim ersten Mal. Und dann habe ich jetzt Stunden alles Mögliche, nee, Quatsch, Stunden nicht, aber 20 Minuten alles Mögliche probiert. Und dann kam ich eben zu diesem Versuch, wo ich gedacht habe, ich mach's mal anders. Und das habe ich zum ersten Mal hier nicht hochgeschaltet in den vierten. Bin hier richtig auf dem Curb drauf, habe den hier als Late Apex angefahren, das hier als Apex angefahren. Dann hier versucht, einen Late Apex zu wählen, aber bin einen Apex gefahren. Dann hier versucht, einen Late Apex zu nehmen, haben voll verpasst und dann komme ich über die Linie und bin 2/10 schneller. Wow. Hat nicht viel gefehlt, nicht wäre auch unter 20 Sekunden geblieben. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das waren allein zu meinem vorherig besten Versuch 3/10, die ich da gefunden habe. Fragt mich nicht, wieso. Der einzige wirklich große Unterschied war der Eingang in die Übung, wo ich nicht in den vierten geschaltet habe, gegen allen vorherigen Versuchen. Bin einfach im dritten im Begrenzer in die erste Kurve rein. Und dann hatte ich es geschafft. Und ich habe zwischendrin so viel Sachen umgestellt, dass hier, naja, schon einige Kilometer und einiges an Geld gut geschrieben worden ist und deshalb hier nicht mehr ganz so viel bei rumkommt. Ja. Da konnte ich dann endlich abhaken und habe gesagt, wow, Wahnsinn. Und ja, Übung 22 beschäftigt sich dann mit Haarnadelkurven. Und wie man die fahren soll, das kriegen wir jetzt erklärt, wenn das Video läuft. A tight 180-degree turn is called a hairpin due to its shape. Here you will practice actually driving this type of turn. In a hairpin, you must watch your timing for getting on the throttle. Hitting the throttle too early or suddenly may make your car go wide or disrupt its orientation. Decelerate adequately before entering, and once you are in, hold off from accelerating again until the car is pointed towards the corner exit. Das ist noch nicht mal gut gefahren. Und er ist trotzdem so schnell. Das ist unglaublich. Ja, weil er hat den Körper in der Mitte nicht mal getroffen. Er hat da noch Luft gehabt. So, mein erster Versuch war allerdings noch schlimmer. Bei meinem ersten Versuch habe ich mich da erstmal richtig verbremst. Bin ganz nach außen gerutscht. Schleunige dann raus und krieg mit Mühe und Not die Bronzewertung. Damit bin ich natürlich nicht happy, deshalb habe ich ein bisschen geübt. Ich glaube, 2 Runden später hatte ich es dann schon. Man sieht hier, dass ich die Bremse nach vorne anpasse. Das mache ich manchmal in Übungen, das Auto anpassen mit der Bremse, also ob die weiter vorne ist oder weiter hinten, und mit der Traktionskontrolle. Und hier habe ich meinen Geist-Car richtig abgehangen und fahre eine 13.9.7.
mal dezent. 3/10 schneller als beim vorherigen besten Versuch. Und wenn man diese ganzen Dinger zusammenrechnet, hier 3/10, dort 3/10, das ist das, was ich halt damit aussagen will. Wenn ihr das dann über eine Rennstrecke hochradiert, da kommt ihr auf die eine Sekunde oder die 2 Sekunden, die ein anderer Fahrer schneller ist als ihr. Das ist nicht das Setup oder der hat nicht irgendwelche Cheating-Tricks oder so irgendwas. Das ist einfach nur, der fährt in jeder Kurve 2/10 schneller als ihr. Und schon hat er das Ziel erreicht. So, wir machen die nächste Übung, Übung 23. Und das ist, glaube ich, die Suzuka-Haarnadel, wenn ich das recht in Erinnerung habe, genau. Continuing from lesson 22, practice a hairpin corner. Again, do not rush your throttle or suddenly go flat out. Properly reduce your speed, enter the corner, then hold off on accelerating gradually again until the car is facing the exit. Ja, und die ist in vielen Rennspielen drin, deshalb habe ich mir gedacht, komm, fährst du die mal so, wie du sie immer fährst, ne? Fährst du einfach mal, haust mal volle Kanne rein da. Und das war schon recht interessant. Ja, erstmal hier voll in Begrenzer, dann Apex nicht erreicht, dann raus beschleunigt. Und dann gedacht, war eine gute Runde, aber war es nicht. Die war verdammt langsam, ja. Ja, ein bisschen was über 6/10 weg von der Goldzeit. Und die habe ich dann hier geschlagen, indem ich das ein, zwei Mal geübt habe. Nehme ich überhaupt mal da vorne wirklich nah am Curb einen Apex zu finden. Rechtzeitig aufs Gas zu kommen, dann Vollschwung hier rauszufahren und dann bumm, sogar, ja, fast 1/10 schneller. Also auch hier wieder atemberaubende, was habe ich gesagt, was ich vorher gefahren bin? 8/10 schneller als im ersten Versuch. Und da habe ich einfach einen Late Apex genommen diesmal, so ein bisschen. Bin ich jetzt kein Fan von, weil es eigentlich falsch ist, aber es war schnell genug, um hier die Goldzeit zu schaffen. Ja, und dann gibt's noch den Abschlusstest. Das ist der Test Nummer 24 von den Anfängern und dann wird uns, glaube ich, Mittel freigeschaltet. Und das ist ein kleines Rennen. This is the graduation test for the beginners section. You should now have the necessary skills to drive efficiently around a track. Remember what you have learned and try to drive a full lap without any errors. Ja, grandiose Runde, die der dahin zaubert. Echt krass, 6/10 schneller als die Goldzeit. Und ja, dann kam mein erster Versuch. Erst von Start versaut. Dann super hier um die Kurve gekommen. Das passt schon. War nicht ganz optimum, aber passt schon. Hier runtergeschaltet, um Speed rauszunehmen. Und dann hier rausgerutscht und gescheitert. Das war mein erster Versuch und nach so ein bisschen Üben
von den paar Ecken, wo es dann gehakt hat, habe ich im Nissan GTA meine Traumrunde gefahren oder meine Goldrunde gefahren. Sagen wir es besser so. Traumrunde war es nicht. Meine Traumrunde wäre noch ein bisschen schneller. So, hier einen Curb geknutscht, hier von der Strecke abgekommen, voll durchs Gras gefahren. Und dann irgendwie mit Mühe und Not ganz knapp über die Linie. Aber fragt nicht, waren einige Versuche, die ich gebraucht habe, bis ich das hinbekommen habe. So sieht das Ganze dann von außen aus. Schön hier innen geblieben. Mich dann hier hinten raustragen lassen. Nicht weit genug raustragen lassen, war ich zu langsam. Hier runterschalten war mit Sicherheit auch ein Fehler. Auch noch Luft nach außen. Da hätte ich noch ein bisschen weiter ausholen können, dann wäre ich hier vielleicht noch ein bisschen besser rumgekommen. Das ganz gut erwischt und dann mache ich hier einen Fahrfehler in der letzten Kurve. Ich war damit nicht wirklich happy, aber gut, geschafft ist geschafft, wir haben Gold und dafür gibt es natürlich wieder Belohnung und dann war es auch irgendwie schon ein bisschen später, ihr seht es oben und da habe ich mir gedacht, machst du hier mal Feierabend und streichst mal deine Belohnungen ein und holst dir mal deine Autos ab und machst dann vielleicht noch Level 11 und kriegst da vielleicht auch noch ein Auto für und kriegst vielleicht auch wieder neue Strecken freigeschaltet und ja, ich habe bisher kein Glück gehabt hier bei diesen Autoverlosungen. Und da ist das schon fast Gold gegen ein N500. Klasse Fahrzeug. Mercedes-AMG GTS 15. Da habe ich auch noch 50% der Fahrschule abgeschlossen, was mich wundert, weil ich meinte eigentlich, dass die größer gewesen wäre. Man irgendwie in Erinnerung gehabt zu haben, dass es Anfänger, Mittel und Fortgeschritten gab. Oder so. Gibt aber scheinbar nur noch Anfänger und Mittel. Ja, und dann bin ich halt wieder zurück ins Menü und habe hier noch ein paar Dinger geguckt und vorsichtshalber sage ich hier an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Nick Freizockt Gran Turismo Sport. Und dann geht's hier weiter in der Fahrschule. Jetzt holen wir uns hier noch die Belohnung ab. Und dann bin ich raus. Macht's gut. Tschüssi. Geile Karre. Endlich mal Glück und eine geile Karre.